Leute, das sind wirklich die besten App-Spiele gegen Langeweile. Von Privatjets und Länderflaggen bis hin zu Muskeln, mit denen man sogar Wände durchschlagen kann, ist hier wirklich alles dabei. Schaut euch auf jeden Fall das ganze Video bis zum Ende an, um herauszufinden, ob ich es schaffe, gegen das goldene Schleimmonster zu gewinnen. Und jetzt kommt das erste Spiel. Viel Spaß! Jetzt gibt es erstmal wieder ein neues Spiel. Wir haben nämlich hier wieder ein neues Game mitgebracht, wo man tatsächlich ein Mädchen spielt, die auf solchen Blöcken draufsteht. Das Interessante hierbei ist, man kann mit diesen Blöcken sozusagen fahren und man kann sich sozusagen, oh mein Gott, ganz weit nach oben begeben und kann hier solche Sprünge machen. Oh mein Gott, das ist voll crazy und man kann hier dementsprechend ganz schön weit nach oben gehen und solche kleinen Kristalle sammeln und dann kann man hier über solche Straßen fahren, denn desto größer wir sozusagen sind, desto weiter kommen wir, aber da sind wir nur bis zu diesem Typen mit diesem Auto da gekommen. Yeah, der uns mit Diamanten abschmeißt. Juhu! Okay, so funktioniert im Prinzip das gesamte Spiel. Sehr interessant gemacht und tatsächlich sehr cool. Wir haben sozusagen das erste Level sozusagen erreicht, aber wir brauchen dementsprechend nur 37 von den Diamanten. Na, vielleicht kann man sich damit einen neuen Skin oder sowas holen. Okay, wir versuchen es auf jeden Fall weiter. Wir haben wieder 10 Blöcke, gehen auf die Nummer 30 zu, 15 wieder minus. Dann gehen wir hier sozusagen an diesen roten Dingern vorbei. Hier ist so eine kleine... Oh Gott, das ist ja richtig schwer, hier durchzukommen. Da gibt es manche Sachen, die ganz schön schwierig sind. 25 müssen wir hier aufgeben. Und jetzt kommen wir wieder durch. Jetzt kommen wir zu dem Typen... Oh, nein! Jetzt sind wir bei einem anderen gelandet. Und zwar bei dem mit dem anderen Auto. Der beschmeißt uns dann mit weniger Diamanten. Okay, das heißt also, desto weiter wir kommen, desto teurer werden sozusagen die Autos. Und ich glaube, am Ende wartet sogar ein Flugzeug auf einen. Sehr interessante Geschichte. Wir müssen dann mal gucken, wie das hier weiterläuft. Oh mein Gott, da hinten sind einfach solche Torpedos oder so Propeller einfach. Okay, wir gehen weiter, nehmen hier die 15, dann nochmal minus 15, verdoppelt. Oh mein Gott, wir sind richtig hoch, Alter. Okay, wir sind richtig hoch, springen jetzt hier drüber, über die Wolken. Dadurch haben wir jetzt viele Blöcke eingespart, können jetzt hier diese linke Brücke wieder nehmen, fahren an der Brücke vorbei. Da gibt es nochmal ein paar Diamanten. Minus 15, aber mal 2. Mal gucken, wie weit wir kommen. Dieses Auto. Jetzt das rote Auto. Ich glaube, wir kommen zum blauen. Ah, wir kommen vielleicht sogar... Nein, wir sind wieder nur bis zum blauen Auto gekommen, leider. Schade. Okay, das waren wahrscheinlich einfach nur 15 Punkte, die wir da... Da haben wir wahrscheinlich nur 5 Punkte oder sowas gefehlt. Deswegen 53 Punkte an sich haben wir jetzt nochmal bekommen und haben jetzt insgesamt 120 von denen. Okay, wir versuchen nochmal weiterzukommen. Wir haben hier plus 15, plus 10, minus 25. Oh Gott, das sind jetzt wieder diese Dinger, die da sozusagen rauskommen. Okay, oh, da haben wir mal 2, mal 10. Oh Gott, da bin ich jetzt ganz schön hochgekommen. Wir nehmen die Rampe... Springen über die Rampe drüber. Dann haben wir hier nochmal mal 2. Ist auf jeden Fall nochmal besser. Dann sind wir auf 60. Oh mein Gott, kommen wir bis nach ganz zum Ende? Okay, 39 haben wir. Kommen diesmal bis zum Ende. Und da ist der Typ mit dem Flugzeug. Oh mein Gott, wir sind nochmal bis nach ganz nach hinten gekommen. Oh mein Gott, wir sind einfach bis zum Flugzeug gekommen. Da gibt es sozusagen am meisten Punkte jetzt sozusagen. Level 4 completed. Da haben wir jetzt nochmal 50 Punkte insgesamt bekommen. Und haben jetzt 170. Okay, es geht weiter mit einem weiteren Level. Okay, hier gibt es wieder ein 10er. Dann gibt es hier nochmal plus 30, minus 25. Da fahren wir jetzt hier entgegen dem Ding, dann hier mit dem Ding, damit wir da nicht getroffen werden. Ne? Dann hier einen kleinen Sprung nochmal, mal 3. Oh Gott, da kommen jetzt viele Edelsteine. Oh mein Gott, sind wir hoch. Oh mein Gott, sind wir hoch. Okay. Oh Gott, oh Gott. Jetzt werden hier Sachen weghalbiert. Aber wir haben noch 60. Ich glaube, damit kommen wir bestimmt wieder bis zum Flugzeug rüber. Und auf jeden Fall. Und sogar noch weiter. Wir werden sogar noch weitergekommen. Der Typ mit dem Flugzeug, der ist schon zu wenig. Wir brauchen eigentlich einen Jumbo-Jet oder ein Riesenhochhaus oder sowas, was wir bekommen sollten. Ne? Der Typ hat uns jetzt auf jeden Fall nochmal 64 von diesen Sternen gegeben. Ne? Sehr nice Sache. Dann haben wir hier nochmal mal 2. Ich glaube, wir nehmen hier die mal 2. Plus 6, plus 3. Die ganzen Edelsteine. Oh Gott, das Spiel laggt gerade sogar ein bisschen. Okay, es gibt sogar geteilt durch 4. Das nehmen wir mal am besten nicht. Das war gerade vorhin da. Okay, dann nehmen wir hier minus 8 tatsächlich. Oh Gott, nein, ich habe geteilt durch 3 genommen. Oh Gott, jetzt muss man hier ja richtig mathematisch rechnen. Oh Gott, okay, minus 4. Dann hier plus 10.
geteilt durch 2 oder plus 10 plus 10. Oh Gott, diesmal habe ich es gar nicht so weit geschafft. Ich habe einen geteilt durch 4 genommen. Tatsächlich ist in diesem Spiel sogar geteilt noch so eine Sache, wo man entscheiden muss, nimmt man geteilt oder nimmt man Minus oder nimmt man irgendwie was anderes. Oh Mann. Okay, da muss man tatsächlich ein bisschen rechnen dementsprechend. Aber diesmal haben wir es nur bis zu dem Typen mit dem blauen Auto geschafft. Schade, schade, Schokolade. Okay, wir versuchen es weiter. Da vorne ist eine plus 20. Wir nehmen jetzt die plus 20 wieder mit. Der minus 15, okay? Dann haben wir auf jeden Fall die minus 15 wieder da. Dann nehmen wir hier plus 20 auf jeden Fall. Gehen hier über diese Dinger da drüber. Fahren in der Mitte hier durch. Dann nochmal plus 10. Minus 25. Jetzt müssen wir gucken, da gibt es einen plus 15, plus 20. Oh, nein, jetzt bin ich da hochgesprungen. Ah, nee, das war vielleicht sogar gar nicht mal so schlecht. Weil da hatte man nämlich einen großen Sprung nach oben, den man wahrscheinlich bezahlen hätte müssen mit dem ganzen Turm. Ich glaube, wir schaffen es wieder nicht bis zum Ende. Ich habe aber auch irgendwie das Gefühl, man kann nicht bei jedem Level sozusagen gewinnen. Guck mal, da kommen wir wieder nur bis zu dem Typen mit dem blauen Auto. Ich habe das Gefühl, man kann nicht bei jedem Level irgendwie bis zum Ende kommen. Das geht eigentlich fast gar nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Außerdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass es in diesem Spiel gar kein Menü gibt. Kann es sein? Es gibt gar kein Menü. Ich habe irgendwie das Gefühl, in diesem Spiel gibt es irgendwie kein Menü, ne? Man kann sich von den Skins gar nicht kaufen. Man kann sich gar keine Skins richtig kaufen, sondern man kann eigentlich nur das Spiel spielen. Aber dafür sind die Level eigentlich ganz gut. Guck mal, hier kann man wieder springen. Okay, dann nehmen wir den Sprung auf jeden Fall mit. Da hinten ist wieder plus 20. Dann nehmen wir auf jeden Fall plus 20 mit. In der Mitte hier durchgehen, wieder die Edelsteine aufsammeln. Dann hier wieder plus 5, plus 5 und dann nochmal hier nochmal plus 5, okay, minus 25, die nehmen wir auf jeden Fall mit, so, dann haben wir zack, 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 plus 5, plus 10 und jetzt dürfen wir vielleicht mit etwas Glück, nee, oder, schaffen wir es, doch 12 Stück reichen. Oh mein Gott, mit dem allerletzten sind wir nochmal durchgekommen. Das heißt, da war es tatsächlich jetzt sogar schaffbar. Jetzt haben wir den Typen mit dem Jumbo-Jet wieder erwischt. Sehr nice Sache, war gar nicht mal so übel. Müssen halt immer nur darauf aufpassen, ne, dass wir da sozusagen immer das Richtige tun. Wir gehen hier auf jeden Fall mal 3, weil das ist besser. Dann plus 16. Man muss nämlich immer, wenn wir eine hohe Anzahl haben, müssen wir immer die Malsachen nehmen. Und wenn die Anzahl gering ist, dann lohnt es sich eher, so höhere Zahlen zu nehmen im Plus. Oh mein Gott, sind wir hoch. Oh Gott, dieser Turm ist... Oh mein Gott, was? Da mussten wir jetzt gerade eine ganze Etage sozusagen hochgehen. Oh nein, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, plus 60. Das schaffen wir auf jeden Fall. Wenn der Turm so groß ist, dass man oben sozusagen hinausragt, da hat man meistens immer eine gute Chance. Ha, ich würde es so cool finden, wenn man einfach bis nach ganz hinten gehen könnte und es gäbe noch mehr Sachen, bis auf diesen Jumbo-Jet. Dann hätte man noch mehr Sachen, die man gerne erreichen wollen würde. Polen ist eine Flagge, die wir tatsächlich vom Land Polen, Polski, irgendwie jetzt nachzeichnen müssen in diesem Spiel. Deswegen haben wir hier also die Möglichkeit, mit unserem Finger einmal durchzulaufen, ne, und müssen tatsächlich eine Farbe in Weiß und eine in Rot haben. Das bedeutet also, die Flagge muss richtig gezeichnet werden, ne, und wenn alles richtig ist, dann haben wir 100% der Punkte bekommen. Das bedeutet in der Hinsicht, dass wir hier natürlich auch wieder irgendwie es schaffen müssen, weiterzukommen. Polen haben wir freigeschaltet und müssen jetzt zum nächsten Level, und zwar Japan. Und Japan ist tatsächlich eine Flagge, die gar nicht mal so leicht zu machen ist, und zwar brauchen wir dann nur einen Punkt in der Mitte. Sprich also, in der Mitte hier erstmal alles weiß färben. Hier auch alles weiß. Dann haben wir hier einen weiteren weißen von diesen Dingern. Und jetzt müssen wir uns für das Richtige entscheiden. Und zwar für den Punkt in der Mitte. Denn damit haben wir Japan. Und Japan hat eine sehr, sehr coole, aber auch sehr schlichte Flagge. Und zwar einfach nur ein sehr cooler Punkt in der Mitte. Weiteres Land geschafft. Es geht ab nach Vietnam. Vietnam, ein wunderbares Land, wo man tatsächlich einen Stern in der Mitte der Flagge hat. Das bedeutet also, schnell aber sicher, hier ein bisschen Farbe mitholen, ein paar Flaggen mit. Oh mein Gott, ist die Flagge lang geworden. Oh mein Gott. Okay. Das ist mal eine riesige... Oh mein Gott, haben wir viele, viele vietnamesische Flaggen hergestellt. Oh, Junge, das ist ein neuer Rekord. Was? Yo, das ist einfach fast... Vierfach haben wir die Flagge hinbekommen. Das ist ein riesiger Gewinn gewesen. Und damit haben wir auf jeden Fall bei Vietnam richtig abgeräumt. Und jetzt gehen wir weiter nach Kosovo. Ah, Kosovo. Da habe ich sogar einen sehr coolen Freund. Da kannte ich sogar die Flagge noch gar nicht. Die ist blau mit einem Länderstempel und tatsächlich 6 weiteren solchen... Wie heißt denn das nochmal? Oh mein Gott, jetzt habe ich hier einen Fehler gemacht. Oh Gott. Kosovo ist tatsächlich eine weitere Flagge mit 6 Sternen und mit ein wenig von dem eigenen Land drauf.
sehr cool, gefällt mir und ist auch ein sehr, sehr schönes Land mit einem sehr jungen und coolen Volk. Neuer Charakter freigeschaltet. Verliere es. Okay, weil wir können nämlich gerade keine Werbung schauen, deswegen tut mir leid, meine werten Damen und Herren. Aber Kanada, das ist eine weitere lustige Flagge und zwar müssen wir es jetzt dorthin bekommen, rot, weiß, rot und einen Ahornstempel in der Mitte zu platzieren. Hier sind so Schnittdinger. Oh Gott. Jetzt müssen wir das Ding hier wieder größer machen. Oh Gott. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Oh Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Jetzt habe ich einen riesigen Fehler gemacht. Ich bin so ein Trottel. Oder? Nee, es funktioniert. Ich habe es doch richtig gemacht. Der Stempel war nicht nur einfach ein Stempel, sondern tatsächlich war das auch einfach ein weißer Hintergrund. Weil ich habe mir jetzt nämlich gedacht, ja, wie soll ich denn die Flagge machen, wenn ich die nur von dieser einen Seite da beschriften kann. Oh Gott, zum Glück. Da haben wir jetzt Glück gehabt, dass der Stempel auch gleichzeitig weiß gestempelt hat. Da haben wir also sehr gut abgeräumt. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben auch eine sehr komplizierte Flagge, denn da haben wir ein gestreiftes Bild und da bekommen wir tatsächlich auch, eine Art Streifmaschine an sich und wir können hier, oh Gott, was tue ich gerade? Oh mein Gott, jetzt habe ich hier, oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bekomme jetzt hier wieder eine neue Möglichkeit und zwar kann ich hier nochmal alles nachfärben und hier nochmal den Stempel holen. Oh Gott, habe ich die Flagge jetzt richtig gemacht? Ich weiß es nicht. Oh Gott, es ist so kompliziert, sich das alles tatsächlich zu merken. Jetzt habe ich gerade eben die Flagge einfach geändert, aber ich habe sie dreimal. Dreimal habe ich sie nachgemacht. Wobei, bei der oberen habe ich nur 91%, aber es reicht. Es ist in Ordnung. Das war gerade gar nicht mal so einfach, aber war sehr cool. LGBT. LGBT ist einfach nur eine Regenbogenflagge, richtig? Genau, deswegen gehen wir einfach mal hier. Oh mein Gott, das wird jetzt gar nicht mal so leicht, weil da muss man jetzt... Oh mein Gott! Oh, ich bin so dumm! Oh, das tut weh! Das tut weh! Oh nein! Okay, ich habe nochmal eine weitere Chance, das nochmal hinzubekommen. Okay, die Flagge ist riesenlang. Wir gehen auf die linke Seite so. Dann hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin so schrecklich. Ich bin so schrecklich. Die Flagge ist gar nicht gut geworden. Oh mein Gott. Mein lilaner Streifen ist ganz falsch. Und alles ist falsch. Oh nein. Aber, oh doch. Aber die habe ich, glaube ich, auf dem Weg aufgesammelt. Oh Mann. Das hat wehgetan. Leute, das hat gerade richtig wehgetan. Oh nein. Oh Gott. Deutschland. Okay, Deutschland. Das muss ich jetzt hinkriegen. Hey Leute, das kriege ich hin, okay, für euch. Auch wenn hier ein paar Österreicher und sowas zusehen. Vielleicht kommt ja auch noch Österreich, okay? Und die Schweiz. Die Schweiz kommt da. Die Schweiz kommt da. Roman, die Schweizer redet gar nicht so. Gelb, rechts. Dann hier noch. Alter. Die Flagge ist perfekt geworden. Das ist die perfekte Deutschlandflagge, die ich hier übrigens gerade gemacht habe. Möchte mal nur so nebenbei sagen. Hoffentlich wird die da hinten nicht zu sehr abgeschnitten, ne? Oh Mann, da hinten war dieser Schneidedings da. Aber, ui, ist das eine Flagge. Ui. Da habe ich aber Deutschland richtig gemacht. Das war Deutschland. Sehr nice. Sehr, sehr nice. Truthahn? Truthahn? Ich habe das Gefühl, hier ist irgendwas nicht richtig. Ist mit Truthahn... Warum ist die türkische Flagge als Truthahn markiert? Ich habe das Gefühl, es handelt sich hier möglicherweise um einen Übersetzungsfehler. Das ist natürlich die Türkei. Nicht Truthahn. Warum auch immer. Truthahn, okay. Auf jeden Fall brauchen wir hierfür eigentlich nichts, außer einmal die rote Flagge, viele von den Diamanten und natürlich den Stempel von dem Mond, von dem Halbmond. Und plus zusätzlich dazu einen Truthahn. Nein, natürlich nicht. Einen Stern. Es ist eine Halbsichel, ein Halbmond mit einem Stern, der die Flagge symbolisiert des türkischen Volkes. Neuer Charakter freigeschaltet. Mal gucken, was haben wir noch für eine Flagge? Ey, das macht voll Spaß. Das ist richtig cool. Truthahn. Hä? Spanien. España. Oh, bueno. Mucho bueno. So, auf jeden Fall haben wir hierfür... Oh Gott, guck mal, da können wir uns ein paar Sachen hier ein bisschen sammeln. Jetzt habe ich tatsächlich was ganz Schlimmes ist eigentlich gemacht, weil in der Mitte gehört eigentlich hier der gelbe Streifen hin und wir brauchen für links und rechts eigentlich, es ist jetzt schon die richtige spanische Flagge eigentlich, mit dem richtigen Stempel. Oh, wir gehen nach Nigeria. Oh Gott, wie sieht die denn aus? Ich glaube, das war eine grüne Flagge mit einem Stempel drauf. Kann das sein? War das die nigerische Flagge? Nein, es war einfach nur grün mit weiß. Das heißt also, auf der linken Seite grün, auf der rechten Seite grün, in der Mitte kann man auch grün machen. So, und dann einfach in der Mitte einmal einen weißen Streifen durchziehen und das ist es eigentlich auch schon. So, dann können wir uns hier noch mal ein paar von den blauen Flaggen noch ziehen. So, easy going. Und dann machen wir das gleiche einfach nochmal, indem wir einfach überall nochmal die Farbe richtig mitnehmen und dann in der Mitte nochmal den Stempel hier ziehen. Und jetzt nochmal, wuh!
Oh mein Gott! Wow! Das war gerade ein absolut crazy Drive. Wow! Wie viele Flaggen haben wir gerade fertig gemacht? Die Nigeria-Flagge ist tatsächlich dünn. Ich habe das Gefühl, die ist sehr dünn. Und dadurch haben wir tatsächlich mehr bekommen. Oh! Ruski! Oh! Ja, Lublu, Ruski Flag. Meine werten Damen und Herren, Russland ist so ein Land, das ist tatsächlich ein sehr, sehr interessantes Flaggenspektrum. Ich muss sagen, oh mein Gott, jetzt habe ich gerade ganz schön großen Schrott gebaut. Auf jeden Fall, wir haben schon fast die russische Flagge richtig gebaut hier. Nur in der Mitte der blaue Streifen ist etwas untergegangen. Ist nicht so schlimm. Wir können uns hier eigentlich die deutsche Flagge nochmal mit einpacken. Und das hier ist, glaube ich, Malta, was wir uns nochmal kurz mit einpacken. Okay. Oh Mann, da habe ich Russland nicht so ganz hinbekommen. Außer in der Mitte. Oh nee, drei Stück habe ich mitbekommen. Es war jetzt nicht allzu einfach, aber es ist okay gewesen. Ah, Russland habe ich Medium hinbekommen. Medium. Ukraine! Ukraine hat tatsächlich eine blaue Flagge mit einem gelben Strich drin. Das war die Ukraine, glaube ich. Ja, so ging das. Das heißt, dementsprechend, meine werten Damen und Herren, hier haben wir die ukrainische Flagge. Es gibt auch eine blaue Flagge mit einem gelben... Oh mein Gott, da habe ich den gelben Streifen aber nicht so gut gemacht. Okay, warte mal. Wir machen mal hier nochmal den blauen Strich hin und hier nochmal den gelben. Okay. Yes! Sirski! Das ist eine gute Flagge. Und da habe ich alles, glaube ich. Yes! Oh, bis zum Ende hin. Man sieht sogar unten diese Person kaum. Oh, Junge! Ukraine! Haben wir auch gepackt. Griechenland! Griechenland hat auch eine blau-blau-weiße Flagge. Sehr, sehr blau-weiß-lastig. Mit einem gestreiften Feld zwischen blau und weiß und in der Mitte ein blaues Feld mit einem weißen Kreuz drin. Oh Gott, ist das schwer. Okay, let's go. Also, auf jeden Fall erstmal die blaue Färbung reinbekommen. Das ist auf jeden Fall jetzt erstmal die Lösung hier. Dann brauchen wir überall so ein Feld hier. Dann diesen Stempel von dem Kreuz drinne. Und damit haben wir sie eigentlich auch schon. Oh nein. Ah, sie wurde abgeschnitten, glaube ich. Sie wurde uns abgeschnitten. Na, ah, da ging nicht mehr. Da ging nicht mehr. Ich hätte vielleicht auf der anderen Seite von der Säge sein sollen. Oh mein Gott, das ist ein Santa Claus Girl. Aber leider können wir es nicht nehmen, weil die Werbung mal wieder nervt. Meine Güte. Oh, Thailand, Thailand. Da sind die Farben. Blau, weiß, rot. In gestrichelter Form. So, Thailand, Thailand, Thailand. Oh Gott. Also, in der Mitte blau, seitlich rot, dann seitlich nochmal rot und dann nochmal weiß in der Mitte. Okay, das soweit schon eine ganz simple Sache eigentlich. So, und dann hier nochmal das Ding. Und damit haben wir Thailand! Der Lauf des Lebens Simulator, so heißt das Ding. Das hier ist eine App, die tatsächlich einen dazu bewegt, hier durchs Leben zu laufen und immer eine andere Altersstufe einzunehmen. Sprich also, wir haben jetzt hier ein Mädchen in der Mitte, die jetzt hier den gesamten Weg langlaufen muss, Items aufsammeln muss und dadurch ihr Alter ändert. Das funktioniert mit Cremes, sondern mit irgendwelchen anderen Sachen, die dafür sorgen, dass es immer jünger und älter wird. Und wir gucken mal rein, ob wir das irgendwie hinbekommen. Deswegen fangen wir einfach mal an zu laufen und haben jetzt erstmal hier, yeah! Oh mein Gott, okay. Oha, wir sind jetzt einfach 13 Jahre alt. Jetzt laufen wir hier die Treppe hoch und sind jetzt 20 Jahre alt. Jetzt laufen wir hier wieder die Treppe hoch und werden schon 37. Oh mein Gott, wie schnell funktioniert das denn? Und dann nehmen wir hier nochmal ein paar Jahre mit und sind jetzt sogar schon eine Frau geworden. Und jetzt laufen wir hier die gesamte Treppe hoch und sind insgesamt... Welches Alter sind wir denn jetzt geworden? Aber wir sind fast eine Oma schon geworden. Sprich also, wenn wir die Treppe hochlaufen, werden wir älter. Aber wir brauchen auf jeden Fall Punkte, um ganz am Ende die Treppe ganz hoch zu laufen. Ich glaube, das Ziel des Spiels ist es, so schnell wie möglich ganz alt zu werden, ne? Deswegen, oder jung zu bleiben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich versuche auf jeden Fall, die Treppe so hoch wie möglich immer zu nehmen und einfach mal alles immer mit reinzunehmen. Weil wir brauchen so viel Energie wie möglich, damit wir sozusagen am weitesten oben hinkommen bei dieser Treppe. Und mit 68, wir haben jetzt wieder fast gar keine Energie gehabt. Da habe ich jetzt wieder was falsch gemacht. Okay, wir müssen anscheinend doch nur die richtigen Items einsammeln. Jetzt frage ich mich aber, welche Items denn die richtigen sind. Wir gucken mal in den Shop rein. Okay, im Shop selber können wir uns dann Skins freischalten, wenn wir mal genug Geld oder sowas haben. Wir haben dann hier nochmal für 70 Dollar die Möglichkeit, die Treppen höher zu machen, glaube ich. Ich glaube schon, irgendwas ist jetzt passiert. Und jetzt können wir noch mal kurz laufen. Wir müssen dafür sorgen, ne, dass wir sozusagen... Ah, okay. Wir nehmen jetzt mal immer die kleinste Treppe, okay? Damit wir so jung wie möglich bleiben, okay? Diesmal nehmen wir immer nur die kleinsten.
15 sind wir geworden. Okay, 14. Jetzt werden wir schon 20. Okay, jetzt haben wir schon sehr viel Energie verloren. Aber am Ende auf der Treppe kommen wir schon fast am weitesten. Oh mein Gott! Und oben ist einfach der Himmel. Okay, das heißt also, wenn man ganz oben hinkommt, bekommt man sozusagen am meisten Geld. Okay, gut. Da muss man jetzt was ausprobieren. Also, wir nehmen jetzt hier das ganze Geld mit. Easy going. Dann nehmen wir hier nochmal das ganze Geld mit. Oh nein, da hätte ich einfach gar keine Treppe gerade nehmen können, ich Trottel. Oh, und die grüne war übrigens kleiner als die gelbe. Hier ist ein Geldautomat. Können wir da Geld abheben? Nö, können wir nicht. Schade. Okay, dann nehmen wir aber das Geld dahinter mit. Wir sind schon 40 geworden. Das heißt also, mit 40 Jahren, 50 sind wir jetzt schon. Uiuiui, was haben wir da? Wheel of Life. Oh mein Gott, da kann ich jetzt ein bisschen Leben dazu bekommen. Komm schon. Geld. Okay, nice. Das heißt, das Geld können wir jetzt nutzen, ne, um ein bisschen weiter hochzukommen. Wir haben es nicht ganz hoch geschafft. Wir haben jetzt hier Sleep and Party. Das heißt, hier müssen wir jetzt Räume aussuchen, die wir betreten möchten. Also, wir müssen ja jung bleiben, deswegen machen wir immer die Sachen, die gut sind für uns, okay? Wir gehen statt Party, gehen wir schlafen. So, dann wir lernen, statt Videospiele zu spielen. Wir essen Äpfel statt Schokolade. Wir chillen, statt Netflix zu gucken. Oh, jetzt sind wir ein Baby geworden. Wir werden duschen. Und wir gehen hier beim Wheel of Life nochmal ein paar Punkte absahen. Oh, da haben wir hier ein Detox Day bekommen. Oh mein Gott, was? Oh, what? Alter, wir sind einfach bis zum kompletten Anfangsstadion von Menschen gekommen und sind jetzt mit 59 tatsächlich in den Himmel gekommen. Crazy. Magst du Dings Run of Life? Ja, das ist ein echt cooles Spiel, muss ich sagen. Und 190 Münzen oder Scheine, die wir da gerade eben bekommen haben, ist eine echt gute Sache. Leider können wir nur diese Sachen hier bekommen, wenn wir die Werbung gucken, aber wir haben ja keine Werbung. Aber wir schauen mal rein, was wir hier noch machen können. Wir können beispielsweise das Maximum Age noch weiter nach oben heben. Das kaufen wir uns mal. Und wir kaufen uns, dass wir schneller Geld verdienen können. Ich glaube, das ist auch eine gute Idee. Okay, dann versuchen wir mal wieder dieses Level hier. Ich versuche mal wieder so jung wie möglich zu bleiben. Wir nehmen hier mal immer nur das Geld mit. Dann hier die ganze Yogamatte, Skincare. Bloß nicht auf die Treppen gehen. Bloß nicht. Dann die gelbe Treppe hier. Ich glaube, vielleicht, wenn wir Glück haben, schaffen wir es wieder Richtung Himmel. Mal gucken. Wir sind jetzt mit 21 wieder hingekommen. Wir drehen das Rad. Wir drehen das Rad. Okay. Oh, Yoga Retreat. Oh mein Gott. Okay, wir laufen mit 13 Jahren hoch und wir wachsen 34, 50, 60. Oh, was? Wir sind nicht ganz hochgekommen? Hätte ich niemals gedacht. Dabei habe ich doch eigentlich fast alles gesammelt. Oh mein Gott. Was? Was geht denn hier ab? Hier gibt es jetzt neue Treppen. Und diese Treppen bewegen sich anscheinend. Okay, 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 okay. Da müssen wir jetzt vorsichtig sein. Immer die kleinsten Treppen nehmen. Immer die kleinsten Wege. Oh nein, jetzt haben wir da wieder eine riesige Treppe genommen. Ganz blöde Geschichte. Oh, oh, oh nein. Das ist schwierig. Kleine Treppe. Jetzt sind wir wieder 13 geworden. Hier das Geld mitnehmen. Komm schon. Ein besonderes Leben. Gib mir diesmal ein besonderes Leben. Nein, nein! Oh nein, wir haben angefangen zu rauchen! Nein, damit sind wir 2 Jahre älter geworden. Fangt bloß nicht an zu rauchen, dadurch wird man nur älter. Nein! Oh Mann, wir sind nicht mal auf das Blaue gekommen. Ich wollte doch eigentlich wieder in den Himmel rein, da sind die ganzen Dollarscheine. Okay, ich würde mal sagen, wir werden mal hier wieder 140 Dollar investieren in dieses Treppenlaufen, ne? Ich glaube, das bringt auch ein bisschen was. Dann gehen wir mal hier wieder weiter hoch. Oh Gott, was ist das denn? Das Pool of Life. Oh mein Gott, was? Im Pool of Life kriegt man einfach so mega viel Lebensenergie wieder zurück. Okay, wir sind jetzt wieder ein Baby. Oh nein, Pool of Death. Hilfe, schnell durch da. Okay, es gibt einen Pool, wo man Leben dazu bekommt. Und es gibt aber auch einen Pool, wo man Leben wegbekommt. Diese jetzt neu dazugekommen. Komm schon, gib mir mal ein bisschen Geld. Oder, okay, Meditation. Meditation ist sehr gut. Wir sind mit 16. Okay, hätten wir, glaube ich, ein bisschen besser gezogen, wären wir wahrscheinlich auch bis zum blauen Bereich gekommen, aber da kann man natürlich jetzt nichts machen. Das Geld nehmen wir trotzdem mit. Komisch, es gibt jetzt also diese neuen Bereiche, wo man jetzt also diese Pools hat. Das heißt, es gibt schlechte Pools und gute Pools. Deswegen, wir gehen hier auf jeden Fall auf den guten Pool. Da sind wir jetzt, oh mein Gott, wir sind jetzt, oh Junge, okay. Wir sind jetzt einfach eine Schlange wieder geworden. Okay, das heißt also, wir gehen jetzt hier weiter. 5 Monate alt sind wir wieder. Und okay, Alter, wir sind einfach gerade die ganze Zeit im Babyalter. Wir sind einfach die ganze Zeit im Babyalter. Easy going.
Und jetzt brauchen wir nur noch das größte Herz. Oh, es ist wieder nur Meditation. Okay, Meditation bringt leider nicht so viel, aber vielleicht, wenn wir Glück haben, mit nur ein bisschen Glück, ein bisschen viel Glück, kommen wir nach ganz oben. Oh mein Gott, Alter. Oh, komm schon. Nimm das ganze Geld mit. Omi, setz dich oben hin. Oh, Junge, da feiert die Omi aber. Oh, sehr gute Sache. 2,1, ja, sehr, sehr nice Sache. Da haben wir gerade einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Ne? Wir investieren jetzt wieder in mehr Geld, damit wir mehr Geld bekommen. Und wir gehen weiter. Wir nehmen Orangen statt Pommes. Wir gehen aus diesem Pool heraus. Wir nehmen Äpfel statt Donuts. Wir nehmen Äpfel statt Schokolade. Wir nehmen, schnell raus da, ins Sport machen gehen statt Party machen, ne? Wir gehen chillen statt Netflix gucken, ne? Wobei ich nicht verstehe, wo der Unterschied zwischen Chill und Netflix liegt. Und hoffentlich kriegen wir hier, nein, wir haben schon wieder angefangen zu rauchen. Aber wir sind zum Glück ein Baby gerade eben gewesen, einfach. Wir haben einfach als Baby angefangen zu rauchen. Oh mein Gott, was war das denn? Was ist denn da nur schiefgelaufen? So, und das ganze Geld mitgenommen. 10. Level komplett durchgerockt. Schönes Ding. Wow, okay. Damit sind wir jetzt wieder ein Stück weiter. Wir haben wieder denselben Charakter freigeschaltet, so wie immer. Ich würde ja gerne einen anderen Charakter freischalten, aber es kostet einfach 5000. Ich habe das Gefühl, dass die neuen Levels, die jetzt kommen, nochmal ein bisschen länger einfach nur gehen. Ich wollte auch... Oh nein! Was? Wenn man gegen einen Totenkopf läuft, dann stirbt man einfach so? Niemals. Okay. Muss man also voll aufpassen, ha? Wenn man also gegen einen Totenkopf läuft, ist man einfach sofort tot. Das heißt also, da darf man nicht zu gierig werden, ne? So. Aber hier kurz das Geld mitnehmen. Schöne Sache. Oh, hier können wir, glaube ich, jetzt... Ich verstehe nicht, wofür dieser Geldautomat da ist. Der ist sowieso immer leer. Was ist denn das bitte? Ist das eine Metapher fürs echte Leben, oder was? Okay. Wir nehmen hier wieder ein bisschen Skincare mit. Und die ganzen Dollarscheine selbstverständlich. Und wir bemerken, okay, die Levels unterscheiden sich jetzt nicht mehr so krass, muss ich sagen. Okay? Oh nein, wir haben schon wieder Junkfood gegessen. Oh Gott, wir laufen mit 58 Jahren hoch. Oh, das war eine schlechte Runde. Das war wirklich eine katastrophale Runde. Oh Gott, was ist denn hier los? Wir können hier ein Baby aufsammeln. Okay, das muss ich noch machen. Baby aufsammeln. Oh mein Gott, was bedeutet das denn jetzt? Oh, was? Wir sind jetzt zu zweit einfach? Oh, warte mal. Bedeutet das, dass... Oh mein Gott, der eine ist auf dem Weg schon gestorben. Und jetzt muss der andere weiter alleine laufen. Oh mein Gott, das ist eine Metapher fürs Leben. Okay, ich nehme hier wieder ein Kind mit. Okay, ich habe ein Kind wieder mitgenommen. Alles easy. Wir gehen weiter. Das Kind kommt durch. Das Kind kommt durch. Okay, warte mal. Oh mein Gott, wir haben jetzt einfach Kinder, die wir mitnehmen können. Und wir haben eine kostenlose Massage bekommen. Dadurch werden wir ein bisschen jünger. Komm schon, Oma, auf die Grüne. Und das Kind weiter, 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 weiter. Oh, das Kind ist ja gar nicht mal so weit gekommen. Hä? Das liegt wahrscheinlich an dem ganzen Junkfood, was dort gegessen wurde. Wir gehen weiter und gucken mal, ob hier doch nochmal was Neues dazugekommen ist. Bloß nicht in den Totenkopf reinrennen. Uiuiui, das war gerade eine lange Treppe, die wir genommen haben. Man muss immer eigentlich die Treppe nehmen, die am längsten ist, weil die wird dann später kürzer. Aber... ist schon okay. So, wir gehen da runter. Oh Gott, ist das eine Katastrophe. So, und jetzt hier. Wow! Alter, war das eine Runde. Wir werden jetzt diesen Typen hier, der lockert sich schon richtig auf. Seht ihr das? Wie der so seine Handgelenke, seine Fußgelenke, der lockert schon alles. Der weiß nämlich ganz genau, dass zu Muskelnaufbau die Aufwärmung davor immer das Wichtigste ist. Es geht tatsächlich mal wieder hier drum, irgendwas zu Muskelpumpen. Und dementsprechend werden wir das auch machen. Wir legen los. Auf jeden Fall drücken wir mal drauf und wir sammeln hier mal ein paar Batterien und tatsächlich müssen wir mit diesen Batterien unsere Stärke sammeln und können dann dadurch unsere Aufgabe als Muskelprotz besser erledigen. Alter, wir haben gerade eben einfach so einen Dieb weggehauen. Okay, mal 1, mal 1,9. Oh, wow, und jetzt machen wir auf einmal einen Breakdance. Okay, also... so funktioniert das Spiel im Großen und Ganzen. Wir können neue Helden freischalten. Wir haben auch hier jetzt 178 Münzen bzw. so Dollars freigeschaltet. Sehr gute Sache. Oh mein Gott. Ist das ein Among Us-Trainer?
Der sieht ganz schön crazy aus. Okay, ich glaube, wir können uns den nicht holen. Ihr wisst Bescheid, ich spiele wieder ohne Internet. Wir gucken mal rein, was wir hier noch machen können. Wir können unsere Geschwindigkeit erhöhen und wir können unseren Schlag erhöhen. Das machen wir auf jeden Fall, weil dadurch bekommen wir mehr Geld. Wir können auch Helden freischalten. Oha, wir haben sogar noch andere Helden am Start direkt. Okay, wir spielen mal jetzt die Frau. Mal gucken, ob das gut funktioniert. Crazy. Mal gucken, wie muskulös die Frau wird. Okay, also wir nehmen die Batterien mit und bam. Oha, das sind sogar jetzt andere Wände sogar. Das sind sogar so Steinwände. Oha, die Frau sammelt viel schneller Energie als der Mann sogar. Okay. Jetzt hat sie den einfach da gerade weggehauen. Zack, das Geld hier mitgenommen. Junge. Oh mein Gott, da ist einfach ein Alien. Und wir müssen gegen das Alien auf einmal... Oha, 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 das Alien. Oh Gott, das versucht gerade wiederzukommen. Es versucht gerade Punkte zu bekommen. Aber wir kommen dagegen, wir kommen dagegen. Und im Armdrücken gewonnen. Yeah. Dieses Spiel ist ganz schön crazy. Man muss ja die ganze Zeit irgendwelche Sachen kaputt machen und zusätzlich dann noch irgendwas. Und oh mein Gott, was ist das für ein Typ, Alter? Der ist einfach so Silber, komplett Iron Man-mäßig. Also wie der echte Iron Man aus Iron gemacht, nicht der rote Iron Man. Wir gucken mal, wie wir es weitermachen können. Wir können unseren Schlag nochmal verbessern. Da haben wir auf jeden Fall jetzt nochmal einen besseren Multiplikator. Und schauen mal, was die Frau jetzt nochmal drauf hat. Diesmal haben wir hier sogar Glasscheiben. Mit Glasscheiben kann man bestimmt ein bisschen was anstellen. Oh mein Gott, da haben wir gerade eben den einen durch die Glasscheibe durchgehauen. Oh Gott, oh Gott. Oh, wir sind jetzt gerade sogar sehr stark, steht dran. Okay, wir können hier gerade wirklich unsere volle Energie ausnutzen, ne? Und da müssen wir jetzt den Typen hier wieder gegen die Wand hauen. Es ist immer besser, diese Typen gegen die Wand zu hauen. Leider habe ich aber keine volle Energie jetzt gehabt. Sonst hätten wir tatsächlich vielleicht sogar ein weiteres Update bekommen. Weil wenn man nämlich so viel Kraft hat, dass man sozusagen bis zur letzten Wand kommt, kriegt man sogar nochmal einen extra Bock. What? Alter, schaut euch den mal an. Das ist einfach so ein Disco-Kugel-Typ, so, der einfach so ein Disco-Kugel-Design hat. Sehr nices Design. Gefällt mir wirklich sehr. Okay, hier oben sehen wir übrigens auch unsere Roadmap, die wir da haben. Da können wir immer sehen, wie weit wir sozusagen sind und was da noch für Level kommen. So, oh, da habe ich aus Versehen den Typen jetzt nicht richtig gehauen, leider. Okay, jetzt haben wir hier eine Sprungfläche. Okay, nicht schlecht. Okay. Da sind wir gerade einfach durch eine Glaswand durchgelaufen, als ob das nichts wäre. Aber, oha, 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 was geht denn jetzt ab? Was geht denn jetzt ab? Wir machen einfach den Tornado. Was war das denn? Oh mein Gott, sowas habe ich noch nie gesehen. Oh, oh mein Gott, wir treten gegen die Oma an. Okay, die Oma. Oma, was ist los, hä? Oma! Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, du wirst nicht gegen mich gewinnen. Ich werde dich abziehen. Junge, Alter, da sind sogar diese ganzen Räuber da im Hintergrund, die ich die ganze Zeit wegschlage eigentlich. Die feuern mich sogar richtig an, weil ich gewonnen habe. Was? Was ist denn das für ein Skin? Das ist einfach der Galaxy-Skin. Oh mein Gott, der sieht ja brutal aus. Da ist ja einer brutaler als der andere, Mann. Okay, wir gucken mal, ob wir die irgendwie freischalten können, aber ich glaube nicht. Wir können uns vielleicht mal irgendwann einen Hut freischalten, hä? Im Truhenraum freischalten, ne? Spiele zur Freischaltung. Okay, wir müssen also erstmal einen Truheraum erreichen, damit wir da nochmal was Neues bekommen. So, da haben wir jetzt gerade eben wieder so einen kleinen Gauner weggeschlagen, ne? So, okay, hier müssen wir das Blaue drücken, ne? Ah, dadurch können wir dann diese Wand sozusagen runterlegen. Das heißt, wir müssen dann da immer die richtigen Knöpfe drücken, ne? Damit wir da dranbleiben, ne? Wir sind jetzt gerade schon sehr stark neben dem grünen Knopf, können dann hier so durchlaufen, ne? Den durch die Scheibe schlagen, Schlüssel mitnehmen, sehr gute Sache. Und jetzt gucken wir mal, ob wir da durchkommen. 2,5, nicht übel, nicht übel, okay? Wir haben da jetzt auf jeden Fall nochmal zwei Schlüssel. Oh mein Gott, was ist denn das für eine? Der Genie einfach. Oh, wow, das ist echt nicht übel. So, wir gucken mal, was wir für Missionen haben. Tritt 3-mal Eisentüren ein, zerstöre 12 Steinmauern und tritt 24-mal gegen einen Mülleimer. Okay, da kriegt man dann dementsprechend auch Belohnungen. Okay, wir versuchen unseren Multiplikator mal zu verbessern. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal gemacht. Zusätzlich können wir vielleicht mal wieder den Mann spielen. Dann haben wir vielleicht ein bisschen Abwechslung mal wieder. Und dann gucken wir mal, was hier mit dem Mann so mal los ist. Wir haben den Mann nämlich, glaube ich, noch nie so oft ganz stark gehabt. Deswegen gucken wir mal rein. So. Oh ja. Oh, da habe ich jetzt gerade alles aufgesammelt. Uiuiui. Okay. So. Und dann gönnen wir uns hier mal. Zack, zack. Und boom. Oh, 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 oh. Okay. 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 Alter, der Mann hat sich aber richtig gerade gedreht. Und, Alter, guck dich mal an, wie aufgepumpt dieser Mann ist. Oh mein Gott. Wir müssen einfach gegen einen Clown ankämpfen. Ne? Hä, Clown? Was ist los? Hä? Komm schon. Ich zeig dir mal, wie das funktioniert. Bam. Junge, einfach im Arm
Wrestling. Alter, der ist so breit, dieser Mann. Junge, ist nicht mehr normal. Ey, wir haben 3 Schlüssel. Damit dürfen wir jetzt eigentlich, wenn alles so funktioniert... Oh mein Gott, da ist einfach Hulk. Wie witzig ist das denn? Eigentlich dürfen wir jetzt den Thronraum betreten. Okay, unsere erste Belohnung ist eine bunte Mütze. Oben rechts. Ich habe noch nie die beste Belohnung bekommen. Unten in der Mitte. Oder die erste. Bitte! Nein! Wir haben sie nicht bekommen. Was? 6 Dollar, 2 Dollar und 5 Dollar? Oh Mann! Was ist denn das, bitteschön? Egal, wir können immerhin unsere Schlagkraft wieder verbessern und gucken, was wir hier noch so haben, weil wir bekommen nämlich bald schon einen Endgegner, den wir noch besiegen müssen, ne? Und die Level sind zum Glück immer ganz anders. Ich frage mich nur, wegen diesem... Oha, Alter, da habe ich... Alter, was? Die sind einfach in einem Wohnzimmer gerade gewesen. Was? Ich habe die gerade einfach in einem Wohnzimmer überrascht. Okay, wir nehmen mal hier wieder die Punkte mit. Oh ja, oh, das ist ein Wohnzimmer. Okay, easy going, aber leider nicht die volle Stärke bekommen. Verbessere zum Freischalten. Ah, wir müssen also immer mehr verbessern, damit wir immer weiterkommen können. Ich verstehe. Alter, das ist einfach Lavafrau. Wenn wir da jetzt Werbung hätten, könnten wir tatsächlich Lavafrau freischalten. So, jetzt haben wir hier tatsächlich ein Geldlevel freigeschaltet. Das ist jetzt nochmal anders. Wir haben leider keinen weiteren Helden. Die laden alle immer. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Vielleicht kann ich später mal das Internet kurz einstecken. Dann können wir mal schauen, ob wir da vielleicht was freischalten können. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier überall Geld, was wir umhauen können. Das ist einfach nur ein Geldlevel. Okay, und da geht es dann, glaube ich, einfach nur darum, so viel Geld wie möglich zu sammeln. Mal gucken, wie viel wir da hinbekommen. Einen Schlüssel haben wir auch nochmal bekommen. Sehr nice. So. Und dann haben wir da nochmal ein bisschen Geld aufgesammelt. Oha, da ist jetzt einfach ein Tresor. Oh mein Gott. Okay. Was machen wir da? Okay. Der Tresor ist aufgegangen. 183 Dollar ist ein sehr guter Wert für dieses Spiel. Damit haben wir auf jeden Fall nochmal so einen Typen mit so 2 Patronengürteln freigeschaltet. Ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, aber der scheint interessant zu sein. Ich würde vielleicht sogar sagen, wir werden auf jeden Fall nochmal unsere Kraft erhöhen, ne? Und dann gucken wir mal, was die neuen Levels so mit sich bringen. Jetzt haben wir nämlich Level 9. Vielleicht gibt es bei Level 10 ja nochmal etwas Besonderes. Aber wir schauen uns Level 9 nochmal an. Es gibt ja inzwischen jetzt diese Sprungbretter. Die sind auf jeden Fall nicht schlecht. Da gehen wir jetzt ein bisschen weiter. Nehmen dann hier ein bisschen die ganzen Sachen mit. Dann haben wir hier nochmal, blub, dieses Sprungbrett. Und wir dürfen noch nicht vergessen, wenn wir Mülltonnen sehen, müssen wir die unbedingt hauen, weil wir nämlich dadurch extra Bonis bekommen. Oh, 3,1 haben wir leider nicht geschafft. Aber diese Tänze sind immer ganz cool. So, jetzt haben wir Level 9 abgeschlossen. Oh mein Gott, da ist einfach Mr. Golden Man. Oh mein Gott, wie crazy ist das denn? So, ich habe die kleine Pause jetzt dafür genutzt, dass wir vielleicht noch ein paar neue Charaktere freischalten können. Und wir fangen gleich mit dem ersten Charakter an. Das hier ist der Silbercharakter. Dafür musste man Werbung gucken. Zum Glück nur einen einzigen Spot, das ist ganz cool. Und jetzt können wir gleich sogar hier den Silbernen spielen. Mal gucken, wie der so ist, wenn der sich aufgepumpt hat. Der sieht einfach aus wie ein Stückchen Metall, aber gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Also der sieht wirklich am härtesten von allen aus, die wir bisher hatten. Deswegen, wir laufen hier mal durch, haben einen weiteren Schlüssel bekommen und gucken mal, wie der aussieht, wenn er ganz groß ist. Oh mein Gott, der dreht auf jeden Fall durch. Oh, und jetzt gibt es erstmal eine dicke Runde Armwrestling gegen ein Krokodil. Und das haben wir natürlich, oha, direkt gesehen. Okay, nicht übel, nicht übel, dieser Iron Man. Deswegen, oh nein, jetzt habe ich Werbung. Weg damit. Wir nehmen mal einen anderen Kumpel, den wir da haben. Zum Beispiel diesen Disco Man. Ich frage mich, wie das aussehen wird, wenn der aufgepumpt ist. Deswegen lassen wir ihn mal aufpumpen, ne? Wir nehmen mal so viel mit, wie wir können. Und dann schauen wir mal, wie breit der tatsächlich wird. Jetzt ist er stark geworden. Sehr stark geworden. Okay, der wird einfach nur so ein bisschen größer. Dann müssen wir einfach nur so ein bisschen Glück haben, dass wir den nochmal auf ganz voll bekommen. Ich glaube, jetzt schaffen wir es sogar. Jetzt ist er sogar sehr stark. Oh, jetzt kommt hier tatsächlich der Wirbelwind. Okay, sehr nice. Wir sind sogar mit sehr stark durchgekommen. Damit dürfen wir bis zur 3,1 kommen. Okay, nicht übel. Da haben wir auf jeden Fall einen guten Run gerade gehabt. Ich probiere nochmal einen aus. Zum Beispiel der Galaxy-Typ. Den wollte ich auch noch sehen, wie der nämlich aussieht. Der sieht nämlich auch brutal aus. Also, wir versuchen den mal ein bisschen aufzupumpen. Mal gucken, wie das aussieht, wenn der mal richtig breit ist. Ja, gerade ist er aufgepumpt. Jetzt ist er gerade stark. Wir machen hier die Tür auf. Sehr stark ist er jetzt, okay? So, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir ihn ultra stark. Gerade eben hatten wir ihn auf ganz voll. Oh mein Gott, der sieht einfach aus wie so eine ganze
Galaxie für sich alleine. Okay, der sieht wirklich brutal aus. Und da können wir jetzt nochmal durchgehen. Und jetzt gibt es erstmal Arm Wrestling gegen einen blauen Among Us. Nicht übel, aber das kriegen wir hin. Komm schon, da hat die Galaxie gewonnen. Oh mein Gott. Okay, mal gucken, was wir da noch freigeschaltet haben. Oh, wir haben sogar jetzt einen Truheraum. Vielleicht kann ich jetzt diese Osterhasen-Dinger gewinnen. Bitte! Ja, ich hab sie gewonnen! Oh mein Gott, endlich! Junge, ich habe noch nie bei diesen Truhen irgendwas gewonnen. Guck mal, jetzt hat er die sogar angezogen. Sehr nice. So, wir gehen wieder auf Helden, ne? Dann haben wir hier nämlich noch einen Genie. Mal gucken, wie das aussieht, wenn wir den Genie aufpumpen, ne? Der dürfte jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen breiter sein. Wir schauen mal rein. Sieht ganz cool aus. So. Hui, okay, okay, der wird immer größer. Er wird immer größer. Hier sind sogar jetzt inzwischen Laufbänder, die einen zurückwerfen, ne? Das heißt, da muss man dann tatsächlich aufpassen, ne? Wir schauen weiter wieder rein und gehen auf sehr stark, sehr stark. Und haben dann hier nochmal den Turbo-Modus drin. Sehr schönes Ding. Wir versuchen durchzukommen. 26 Dollar haben wir verdient. Es werden wahrscheinlich die 3,4. Die 3,4 haben wir mit dem Genie erreicht. Wir haben ihn noch sehr stark gemacht. Sehr, sehr gute Sache. Hat mir sehr gefallen, mit dem Genie zu arbeiten. So, dann haben wir Hulk. Der gute alte Hulk in grün mit lila Shorts. Im grünen Level sogar. Mal gucken, wie breit wir den hinbekommen. Den werden wir wahrscheinlich breiter als eine breite Autotür hinbekommen. Deswegen, wir schauen rein, nehmen die ganzen Dinger mal mit. So, ausgewichen. Man darf natürlich auch nicht in jegliche einzelnen Sachen reinlaufen, ne? Es gibt ja immer diesen kleinen Müll. Eigentlich müssen wir nur Energie sammeln und dann einfach nur sauber durchkommen durch die gesamte Geschichte. Jetzt gibt es einen kleinen Rush. Wir rushen durch. Oh, da kommt jetzt einfach so ein anthrazitfarbener Gegner, den wir direkt besiegt haben. Oh mein Gott. Ohne mit der Augenwimper zu zucken, haben wir einfach gewonnen. Nicht übel, nicht übel. Oh, oh, das ist einfach eine Katze. Oh mein Gott. Erhalten. Nee, bis beim nächsten Mal. Wir haben nämlich noch welche zum Spielen. Und zwar, die letzte, die ich noch freigeschaltet habe, ist tatsächlich eine Frau. Eine Magma-Frau, okay? Vielleicht brennt die sogar, wenn die läuft. Nee, tut sie leider nicht. Aber sie hat einen anderen Effekt, wenn man Punkte einsammelt. Gar nicht mal übel. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Ich frage mich, wie das aussieht, wenn die Frau ganz, ganz stark aufgepumpt ist. Deswegen sammeln wir jetzt mal hier die ganze Energie durch. Oh ja, das nenne ich mal auf jeden Fall größer. Wir sammeln Kraft. Nehmen den blauen Knopf hier mit. Haben da nochmal einen Schlüssel. Zack, den Gangster kurz weggehauen. Und jetzt mit dem sehr starken Modus einmal nochmal kurz hier durchhauen. Wir sind bei 3,4. Hat die Frau geschafft. Super. Das war die Magma-Frau. Das ist tatsächlich ein Spiel, was interessant ist. Und zwar spielt man hier nämlich einen lilanen Schleim. Und dieser Schleim ist tatsächlich in einer Körperform. Diese Körperform ist tatsächlich interessant zu kontrollieren, weil er stirbt nämlich die ganze Zeit in der Mitte ab, aber wächst dann wieder miteinander zusammen. Und dann muss man am Ende hier noch irgendwie fliegen. Oh Gott. Okay, okay, okay. Das heißt also, wir müssen da so viele Punkte wie möglich sammeln. Mist! Aber ich habe es jetzt leider nicht geschafft. Das war jetzt das erste Level und es ging jetzt ganz schön schnell. Wir müssen uns da jetzt aber ein bisschen Zeit lassen, okay? Das Ganze sieht so aus. Dieses Spiel funktioniert darauf, dass wir diese Kristalle hier sammeln müssen, ne? Und desto mehr Kristalle, desto mehr ist unser Erfolg in diesem Spiel, okay? Und das funktioniert so. Dieser Blob kann tatsächlich seine Sachen, die er hat, wieder verlieren, ne? Und kann zum Beispiel hier seine Beine verlieren. Hier verliert er nochmal seine Beine und jetzt kriecht er tatsächlich auf dem Boden. Oh nein, wir müssen so viele wie möglich sammeln. Und dann haben wir hier nochmal einen Schlüssel und müssen natürlich jetzt schauen, dass wir hier... Oh, Mist! Ich bin so schlecht! Okay, das ist wirklich gar nicht mal so einfach. Okay, jetzt sliden wir hier. Oh Gott, ich habe meinen Kopf verloren. Jetzt holen wir uns hier wieder ein bisschen Schleim. Das geht hier alles richtig schnell. Und jetzt sind wir richtig riesig geworden, ne? An den Staubsaugern weg, sonst saugen die uns noch ein. Und jetzt haben wir genug Punkte. Jetzt können wir versuchen, durchzukommen bis auf 10. Oh Gott, okay. Ich möchte jetzt nur nichts verdaddeln. Nur nichts verdaddeln. Okay, ich habe jetzt mal 4 bekommen. Oh, ich hätte eigentlich auf mal 10 kommen können. Aber ich war mir nicht sicher, ob mir der Treibstoff reicht. Weil es ist schwierig, zu mal 10 zu kommen. Aber gar nicht mal so übel. 277 sind es jetzt gewesen, ne? Und hier haben wir schon ein dunkles Level. Oh Gott. Wir haben übrigens auch einen Shop, wo wir einkaufen gehen können. Da können wir uns Hüte kaufen, ne? Oder vielleicht sogar noch ein paar andere Sachen, die wir uns mit Werbung angucken können. Das ist eigentlich auch eine ganz interessante Sache. Dafür brauchen wir aber auf jeden Fall ein paar mehr von diesen Edelsteinen. Oh Gott, was müssen wir denn da machen? Oh, das sind so Rasierer, die da auf uns zukommen, die uns wahrscheinlich zerschneiden wollten. Na, jetzt haben wir wieder unsere Beine verloren, jetzt unseren Kopf. Jetzt bauen wir uns aber wieder zusammen. Okay, jetzt an diesen Dingern da vorbei und hier die ganzen Punkte mitnehmen. Oh, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Jetzt sind wir nur noch ein Bein gerade gewesen. Ah, können wir hier eigentlich springen? Nee, wir müssen hier tatsächlich... Es gehört dazu in diesem Spiel, um manchmal seine Punkte zu verlieren. Alter, jetzt sind wir richtig riesig geworden, ne? Und mit diesem Riesigkeitspunkt können wir jetzt hier mal die ganzen Punkte mitnehmen. So viel wie möglich mitnehmen. Und die 10 erreichen wir.
Yo, okay, mal 10. Das Ding ist aber, wir haben jetzt so viele Punkte verloren, dass wir gar nicht mal so viele Punkte dazu bekommen. Ah doch, das waren viele Punkte. Und wir haben Skin freigeschaltet, aber leider können wir ihn nicht abholen, weil wir keine Werbung gucken können. Schade. Es gibt nämlich verschiedene Skins, aber wir können auch gleich einen kaufen, ne? Was haben wir hier? Da vorne schwingt eine Keule und rechts können wir uns schon mal ein bisschen mehr an Punkten holen. Oh, bitte nicht so. Einmal hier rüberlaufen. Dann haben wir hier schon rote Füße. Die Punkte nehmen wir uns auch mit. Da haben wir jetzt ein bisschen was verloren. Ist nicht schlimm. Guck mal, kann ich hier in die Säge reinlaufen? Oh, ich habe meine Beine verloren. Warte mal, jetzt hier. Oh, oh, schnell die Punkte wiederholen. Alter, man verliert jetzt so schnell seine Beine, sodass man da richtig aufpassen muss. Man kann auch leider nicht springen in diesem Spiel. Oh Gott. Bitte nicht überfahren. Oh, er hat mir meine Beine genommen. Oh. Okay, 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 okay. Jetzt die Punkte sammeln. Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte sammeln, Punkte. Nein, es hat nicht gereicht. Oh. Okay, wir haben jetzt aber wieder 3 Schlüssel, um tatsächlich ein Geschenk zu bekommen. Wir könnten unserem Charakter einen Hut freischalten, ne? Und zwar einen Winterhut. Und da drücken wir jetzt mal. Oben rechts. Mist. Ist es nicht. Dann in der Mitte links. Ist es leider auch nicht. Schade. Unten rechts. Nein, oh Mann, ich habe den Hut nicht bekommen. Okay, wir versuchen mal hier unser Bestes und gehen mal hier hin. Oha, ein Hut. Okay, wir haben mit unserem Charakter einen Hut angezogen. Da geht die Tür. Oh nein, ich bin gegen die Tür gelaufen. Oh, 3 Blobs nacheinander. Oh, jetzt sind wir richtig riesig. Okay, bloß nicht die Beine verlieren. Alles gut, jetzt sind wir riesengroß. Und wir sliden. Oh mein Gott, wir sliden wirklich. Nehmen uns jetzt hier wieder Punkte mit. Oh Gott, da sind wieder so Sägen. Bloß nicht an den Sägen irgendwie aufhalten lassen, ne? Sondern ein bisschen mehr Punkte wieder mitnehmen. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier auf jeden Fall ein bisschen was machen können. Und mal 3. Mist, mal 3. Oh Mann, ich möchte immer auf mal 10 kommen, aber das ist voll schwierig. 9 Gegenstand gefunden. Oh Mann, um ihn zu behalten, muss man eine Werbung gucken. Nein. Oh Mann, aber ich habe keine Werbung drin. Das ist so nervig, Mann. Aber egal. Wir werden uns gleich sogar mit unseren verdienten Punkten, die wir uns verdient haben, einfach eine andere Farbe oder so kaufen, ne? Solange können wir hier nochmal ein Level gewinnen. Oh, jetzt sind wir so lila-grün-mäßig. Oh, nein, gescheitert. Ich bin einfach gegen eine Wand gefahren. Ugh. Egal, wir versuchen wirklich unser Bestes weiterhin. Wir nehmen hier wieder die Punkte mit. Und jetzt einfach hier am besten dieses Ding da mitnehmen. Oh, hier sind da ein paar Edelsteine. Oh, da bin ich in die Säge reingelaufen. Jetzt sind wir schon wieder am Humpeln. Nicht humpeln, mein Kleiner, nicht humpeln. Okay, jetzt laufen wir. Oh, wir sind schon voll vielen verschiedenen Farben. Und jetzt sliden wir hier runter. Aber jetzt an allem vorbei sliden, Hilfe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind richtig riesig. Wir sind richtig riesig. Okay, diesmal nehme ich einen Multiplikator, der relativ fair ist. Zum Beispiel den da hinten, den 5er hier. Das reicht mir aus. Wir hätten den 10er bestimmt nicht geschafft, aber mit 5 sind wir auch gut und bekommen 265. Damit sind wir auf jeden Fall schon sehr nice. Herausforderungen freigeschaltet. Rolling Barrel. Betreten. Okay. Alles klar, da geht es jetzt um 500 Punkte. Alter, wir haben sogar 500 Punkte dafür bezahlt, weil das eine Herausforderung ist. Okay, dann müssen wir die jetzt schaffen, dann bekommen wir extra Geld. 3, 2, 1, go! Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Einmal hier, dann nach rechts, dann hier. Links, dann hier die Rolling Barrel. Aufpassen, in der Mitte einfach bleiben. Okay, das war jetzt blöd natürlich, aber wir müssen es nur überleben. Einmal, oh mein Gott, da war leider keine Schleim mehr für uns drin. Oh, da habe ich auch den Schleim gerade nicht mehr bekommen. Da auch nicht mehr, egal. Aber wir sind durch. Wir sind durch und haben es geschafft. Herausforderung erfolgreich geschafft. Fortfahren. Okay. Warte mal, was soll denn das bitte heißen? Wo sind denn meine Münzen? Sag mal, hatte ich gerade nicht noch mehr Münzen irgendwie? Ich habe das Gefühl, ich habe gar nichts bekommen für diese Herausforderung. Was soll das denn? Hä? Was soll das denn bitte heißen? Oh, Mann. Okay, ich nehme hier wieder ein bisschen Schleim mit. Dann haben wir da, oh, wieder diese Dinger zum Runterrutschen. Da wurden mir gerade die Arme weggesaugt von diesen Staubsaugern. So, dann nehme ich hier mal wieder die Punkte mit, damit ich groß bleiben kann. Oh, da war ein Rolling Barrel. Dann haben wir hier diese, oh nein, nein, mein Arm, aua. Oh, bitte nimm die Punkte mit. Wo fahren? Okay, und wir fliegen wieder. Ich habe es gar nicht gemerkt. Okay. Okay, 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 mal 5. Nein, ich bin an dem mal 5-Schild vorbeigeflogen. Oh, okay. Leider gibt das jetzt nur 39 Punkte. Oh, Skin freischalten. Ne, kann ich leider nicht. Verlieren. Der andere Knopf sagt einfach verlieren. So dumm. Okay, let's go. Da sind jetzt wie so kleine Anvils. Uiuiui. Okay, wir gehen durch. Alles easy. Wir fahren hier weiter durch. Alles gut, wir sind grün wie eine Limette und können hier wieder uns ein bisschen weiter aufbauen. Oh nein, jetzt, oh Gott, wir humpeln. Ah, jetzt kriechen wir kriechen. Oh, jetzt leiden wir. Alter, hier passiert immer so viel und so schnell in diesem Spiel. Oh mein Gott, ich bin nur ein Wurm, ich bin nur ein Wurm. Schnell, ich brauche wieder einen Körper. Bau dich wieder auf und der Schlüssel. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden, ne?
Oh, jetzt fliege ich gerade richtig schlecht. Ich habe den mal 5 genommen. Alles andere, da hinten wäre nochmal mal 5 gekommen und mal 3. Da ist mal 5 die beste Chance gewesen, sage ich euch. Weil mal 10 hätte ich sowieso wieder nicht geschafft. Oh Gott, ich habe gerade meinen gesamten Kopf verloren. Was geht denn hier ab? Oh, das sind Überstäbe. Oh Gott. Durch die Tür. Oh, schnell hier. Oh nein, jetzt habe ich die Stäbe nicht bekommen. Jetzt habe ich meinen Arm verloren. Ja, jetzt habe ich meinen Kopf verloren. Okay, ich bin ganz schön dünn geworden. So, da habe ich wieder ein paar Punkte mitgenommen. Und der dritte Schlüssel. Okay, wir haben den dritten Schlüssel bekommen. Und wir nehmen hier einfach mal wieder die 5 mit. Immer die 5 mitnehmen. Okay, wir haben wieder eine Chance, eine Mütze zu bekommen. Bitte, unser Charakter braucht eine Mütze. Unten rechts. Okay, 40. In der Mitte. Okay. Ich spüre ihn. Er ist da. Nein! Es waren nur 30 Münzen. Dieses Spiel ist so böse. Okay, egal. Dadurch haben wir jetzt, glaube ich, vielleicht... Ich gucke jetzt mal im Shop vorbei. Da muss es doch jetzt was geben. Ja, ich kann mir die Münze einfach so kaufen. Aber ich könnte mir auch einfach eine andere Farbe für meinen Körper kaufen. Kann ich das nicht auch machen? 2500 kostet es, um ihn Gold zu machen. Okay, das machen wir noch. Wir holen die 2500 Punkte und machen den dann einfach Gold. Oh Gott. Oh, was? Oh mein Gott. Ich war gerade voll klein. Guck mal, was bin ich denn? Ich war gerade einfach nur so... What the Fisch! Oh nein, schnell! Okay. Alter, ich war gerade einfach nur ein kleiner Knirpsball. Das war echt komisch, Mann. Aber alles ist locker, alles ist easy. Wir kommen hier durch. Einfach nur die Pünktchen sammeln. Und dann... Oh, guck mal, jetzt sehen wir schon richtig schleimig aus. Und jetzt versuchen wir wieder ganz entspannt die 5 zu treffen, ne? Weil mit der 5 fahren wir immer gut. Mit der 5 fährst du immer gut. Weil die 5 ist einfach die Hälfte der 10 und das erreichst du sowieso fast immer. Und deswegen bist du dann damit viel erfolgreicher. Neuer Skin freigeschaltet. Gar nicht mal übel, aber leider muss ich mal wieder auf draufdrücken auf verlieren. Wir kriegen den goldenen Schleim heute. Oh mein Gott, what the fishery do? Eine Krone! Ich habe einfach eine Krone an. Oh nein, jetzt bin ich ein Würstchen geworden und ich habe meine Krone verloren. Nein, ich hatte die Krone nur eine Sekunde an. Okay, da ist sie wieder. Nein, die Krone ist wieder weg. Oh nein, ich habe den Kopf verloren. Oh, ich hatte sie wieder. Da ist sie wieder. Ich habe sie wieder. Jetzt werde ich sie nie wieder abgeben. Nein, meine Krone wurde eingesaugt. Oh Mann. Ich hatte sie jeweils immer nur eine Sekunde. Okay, egal. Wir holen uns wieder die 5. Einfach auf die 5. Ihr kennt es. Ihr kennt das Spielchen. Auf die 5. Okay. Okay, neuen Gegenstand gefunden, aber ich muss leider verlieren. Aber ist schon okay. So, mal 5. Damit sind wir jetzt bei... Alter, 449. Okay, noch ein Level. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir unseren Blob endlich golden machen, okay? Das heißt also, Herausforderung freischalten, Slide. Auf gar keinen Fall! Jetzt habe ich genug Geld, um da dieses Ding zu kaufen. Und jetzt wollen die mir wieder für 750 dieses Slide-Angebot da machen. Mache ich auf gar keinen Fall. Ich kaufe mir jetzt das, was ich verdient habe. Und zwar die Gold... Möchte ich ihnen blau? Nee, so finde ich ihn gar nicht cool. In Gold, das hier finde ich so mega cool. Oder in Lila. Ich glaube, ich nehme ihn sogar in Gold, weil er damit am coolsten aussieht. Schauen wir mal rein. Alter, das sieht ja richtig wild aus. Okay, das heißt also, wir machen jetzt überall Goldspuren und wir haben den komplett in Gold freigeschaltet. Das ist mega. Das heißt also, wir haben jetzt einen kleinen glänzenden Kumpel, mit dem wir jetzt tatsächlich das Level hier in Gold durchspielen können. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht die Herausforderung gemacht habe, okay? Weil mit Gold sehen wir jetzt viel cooler aus und bei der Herausforderung hätten wir einfach gar nichts. Oh, jetzt bin ich nur ein kleines Würstchen. Nein! Oh Gott, jetzt bin ich wieder was. Okay. Uiuiui. Okay, jetzt versuchen wir nochmal zum Schluss einmal die 10 zu treffen, ne? Wird leider, glaube ich, nichts werden. Deswegen lieber die 5. Und dann nehmen wir auf sicherheitshalber noch ein paar Punkte mit. Da geht es tatsächlich darum, dass wir da ebenfalls neue Türen wiederfinden müssen. Oh mein Gott. Und da ebenfalls, oh mein Gott, den längsten Teppich schnüren müssen, ne? Den man so kennt. Oh, wow. Okay. Das sieht ganz schön heftig aus. Und hier müssen wir jetzt wieder gucken, dass wir, oh mein Gott, die ganzen Bälle wieder richtig platzieren können. Und dann bis zum Ende bis 100 durchkommen können. Denn dann bekommen wir die meisten Punkte. Okay, wir gehen weiter. Plus 84, plus 93. Oh mein Gott. Okay, hier sammeln wir jetzt mal ein paar Sterne. Ich muss sagen, ich spiele normalerweise immer die Spiele auf der Maus und Tastatur. What? Und jetzt muss ich hier die Bälle gerade alle runterfallen lassen, ne? Und wir bekommen wieder mega viele Münzen, ne? Das ist eine echt krasse Sache. Und es kommt wieder Konfetti und Feuerwerk. Und ich muss auch sagen, irgendwie sind die App-Games auf dem iPad doch nochmal ein wenig besser als tatsächlich sogar auf Android, weil sie irgendwie so ein bisschen flüssiger laufen. Oh mein Gott, schaut euch das an. Das ist jetzt eine riesengroße Schlange, die hier durchgeht. Wir gehen in den Pool rein.
88 bezahlt. Dadurch haben wir jetzt genug Dings. Jetzt müssen wir hier wieder den seitlichen Tänzer machen. Oh Gott, hier sind gar nicht so viele. Nein, aufpassen. Nein. Oh Gott, wir kommen gar nicht durch. Viele kommen auf mal 4. Okay, das war jetzt wirklich nicht so gut. Das andere Level hat mir viel besser gemacht gehabt. Aber es ist in Ordnung. Wir gehen einfach weiter rein. Wir schauen mal wieder rein. Ich spiele natürlich übrigens wieder im Flugmodus, Leute. Ihr kennt es. Wenn ihr keine Werbung haben wollt, einfach den Flugmodus aktivieren. Dann könnt ihr... Oh mein Gott, bin ich lang. Oh mein Gott. Huh! Okay, da ist eine Säge. Aufpassen. Huch, links, links, links an der Säge vorbei. 300 bezahlen. Oh Gott, da haben wir so viele bezahlt. Jetzt nach rechts 30 nehmen. Kristalle mitnehmen, 40 mitnehmen, dann wieder den rechten mitnehmen. Oh, wow, wow, okay, okay, okay. 130 mitnehmen. Oh, 150. Oh mein Gott, 240. Oh mein Gott, crazy. Huh, okay, das sind ganz schön viele, die da gerade durchkommen. What the f... Wow. Oh mein Gott, schau dich die Münzen an, schau dich die Münzen an. Oh, what? 1430 Münzen. Junge Mann! Alter, es ist voll riesig, auf einem iPad zu spielen, muss ich sagen. Normalerweise spiele ich immer auf dem Handy, aber ich glaube, dieses Spiel gibt es nur auf dem iPad. Also es ist irgendwie ganz komisch. Ich konnte es tatsächlich nur auf dem iPad runterladen, warum auch immer. Manche Spiele gibt es einfach für andere Sachen nicht. Nochmal extra Bälle. Huh, okay, 221. Haben wir jetzt ganz schön viel bezahlt. Wir gehen weiter. Oh, wir nehmen lieber die minus 19. Plus 192, Baby. Plus 24. Jetzt hier ein gut... Oh, Alter, das hat gerade richtig gut draufgepasst. Sehr gut sogar. Wir zahlen 185, kein Problem. Wir gehen weiter mit den Kristallen. Und da fahren wir durch und nehmen die 128 mit. 192. Okay, wir gehen durch. Wir schaffen das, wir schaffen das. So, Oh, da fallen viele in mal 4 rein. Aber ein paar schaffen es auf mal 100. Ein paar haben es auf mal 100 geschafft. Ist gut, sehr gut, ist gut gelaufen, ne? Ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden damit. Ja, ich hab so ein Gefühl. Ich denke, wir werden gleich einen neuen Rekord aufstellen. Ich frage mich ja auch, wir haben ja hier die Kristalle. No Ads, es gibt hier dieses Schloss. Da kann man einstellen, ob man Werbung haben möchte. Möchte ich natürlich nicht. Aber es gibt keinen Shop. Ich kann auch auf die Münzen draufdrücken, da passiert gar nichts, okay? Ist aber nicht schlimm. Ich finde es eigentlich auch so ganz angenehm. Ihr müsst mir mal sagen, Leute, wie findet ihr das, wenn man auf dem iPad spielt? Findet ihr das cooler, auf dem iPad zu spielen? Oder spielt ihr mehr auf dem Handy? Oder habt ihr ein iPad? Oder habt ihr ein Handy? Oder habt ihr gar kein Handy und gar kein iPad? Oder habt ihr nur ein PC? Oder nur einen Fernseher? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Ich muss sagen, ein iPad ist schon cool, aber ich muss sagen, ich benutze es nicht so oft. So, irgendwie benutze ich es nicht so oft. Ich benutze mein Handy viel mehr. Huh, okay, da sind wir jetzt bei 300 wieder. Das war ein leichtes Level. Das war ein richtig leichtes Level. Das ging einfach durch wie Butter. Und schaut euch das an. Baby, schaffen wir 2000? Überhaupt gar kein Problem. 2188 sogar. Und das ist erst das sechste Level. Crazy. So, ich weiß gar nicht, können wir auf Boards drauf drehen? Nee, da kommt dann Videos not ready. Komm, wir machen mal die Werbung. Oh, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich Werbung anmache, wird die Werbung die ganze Zeit da sein. Okay, wir probieren es, okay? Ich mache jetzt mal die Werbung aus. Also, ich mache Werbung an. Okay, wir machen jetzt Werbung einmal an. Einmal Werbung. Oh Gott. Certify, start playing. Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Gleich kommt die Werbung. So, ich drücke drauf. Oh, da kommt die Werbung. Okay. Video not ready. Guck mal, da ist sogar jetzt schon eine andere Werbung. Da ist ins Spiel jetzt schon wieder hier eine Werbung reingekommen, die mich dazu... Oh, da... Oh ja, Mann, die hat auf jeden Fall Ton... Oh mein Gott, das sind irgendwelche Zombies, die da angreifen. Meine Güte, ich zeige euch diese Werbung nicht. Das ist nichts für kleine Zombie. Oh! Ah! Nee, war ein Spaß, da werden die ganze Zeit nur Zombies getötet. Oh Gott, das Spiel ist jetzt so voller Werbung. Ich gehe weiter. Hä? Was ist da jetzt passiert? Habe ich jetzt einfach nur ein paar Bälle extra bekommen und das war's? Oh mein Gott. Aber ich glaube, ich ziehe jetzt hier... Oh nein! Nein, die eine Säge! Die eine Säge hat mir richtig viel weggenommen. Oh nein. Okay, warte. Da mache ich jetzt den Ultraschlängler. Oh, da plus 18. Dann in der Länge nehmen wir plus 18. Wir nehmen immer die Länge, okay? Die gute alte Länge. Oh Mann, minus 134. Das ist viel zu viel, was man da bezahlen muss. Oh nein! Jetzt haben wir nur noch 13. Okay. Jetzt muss ich mich entscheiden, für was nehme ich... Oh, okay, da sind ein paar Kristalle zu mitnehmen.
mal 40 Länge. Jetzt nehmen wir mal ein bisschen mehr in die Breite. Jetzt noch mal ein bisschen mehr in die Länge. Oh mein Gott. Und da haben wir uns. Da haben wir das Ding. So, jetzt versuchen wir mal ganz durchzukommen. Mal gucken, ob wir ein paar auf 100 schaffen. Ein paar kommen durch auf 100. So muss sein. Klasse. Okay, aber jetzt muss ich kurz das Spiel neu starten, weil das geht so nicht. Das geht so nicht. Das ist hier zu viel Werbung. So, aber jetzt spielen wir wieder ohne Werbung. Jetzt gucken wir mal, ob wir da wieder was reinbekommen. Das Interessante hierbei ist ja, man muss sich ja eigentlich immer richtig entscheiden, ne? Es gibt ja immer die Länge und immer die Breite, okay? Man muss ja dann dementsprechend, wenn man schon breit genug ist, sollte man vielleicht immer die Länge nehmen. Das heißt also eigentlich die Länge hier, oh Gott. Man darf auch nicht zu breit sein, weil sonst kommt man nämlich nicht mehr durch diese Level hier durch. Habt ihr gerade gesehen? Diese Sägen waren sehr dicht beieinander. Und hätten wir da jetzt den Fehler gemacht, dass wir zu breit gewesen wären, guck mal, dann nehmen wir jetzt Länge hier und dann nehmen wir Breite hier. Hat jetzt auch nicht so viel gebracht, ne? Aber sieht sehr schön aus und da fallen wir jetzt wieder runter. Wir holen uns wieder die ganzen Münzen rein. 2600, aber was halt komisch ist, wir können halt einfach keine Sachen kaufen. Und diese Blitzbälle, das ist eine Abzocke. Was ist denn das? Das ist, du drückst da drauf und dann passiert da gar nichts. Ich habe nur ein paar Bälle extra bekommen. Meine Güte. Wisst ihr, was aber keine Abzocke ist? Diesem Video ein Like zu geben und den Channel zu abonnieren, selbstverständlich. Und dementsprechend immer aktiv zu bleiben. Ich mache jetzt hier diese Runde und dann zeige ich euch mal, wie das Ganze hier funktioniert. So, 80 haben wir hier, 43 geben wir weg. Okay, nur noch 37. 22 wieder hergeben. Oh mein Gott, da sind wieder richtig viele von diesen Sägen. Wir sind am Start. Fast alle bekommen. Länge vergrößern. Ich finde, die Länge gibt uns immer mehr. So, einmal hier ganz schön diese Diamanten mitnehmen. Wieder 129 bezahlt. Ich hätte mal gerne so einen mega riesigen von diesen Teilen. Okay, da springt man easy drüber. Easy drüber. Breite. Ah, da hat die Breite nicht so viel gebracht. Da hat die Breite nicht so viel gebracht. Ich gehe mal nach ganz links und ich hoffe... Guck mal, die ganze linke Schlange geht auf 100. Ich verstehe. Wenn wir nach ganz links gehen, dann haben wir dort die Wahrscheinlichkeit höher, dass man bis zu 100 durchkommt. Wir gehen jetzt mal nur auf Länge, okay? Wir gehen jetzt mal nur auf Länge und machen uns mal richtig dünn und einfach lang, okay? Oh nein, das ist wieder minus 95. Die nehmen uns immer so viel weg. Oh Mann, und jetzt minus 50? Jetzt habe ich nur noch 15. Oh Mann, okay. Ich nehme auf jeden Fall die Länge hier wieder mit. Ganz lange Schlange. So. Und dann nochmal Länge. Oh mein Gott, jetzt sind wir richtig dünn. Und zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Ah, da hätten wir eigentlich breiter sein müssen. Ah, vielleicht habe ich mich da wieder nicht gut entschieden, ne? Aber wir nehmen wieder die Länge. Ich möchte so lange wie möglich werden, ne? So, einmal Länge hier. Dann nochmal 100 Länge hier. Und dann nochmal eine 100 Länge hier. So. Oh Mann. Aber ich glaube, es gibt ein Maximum, was die Länge angeht. Und da haben wir jetzt, glaube ich, nicht so viel bekommen. Da hätten wir mehr in die Breite gehen müssen. Da hätten wir am Ende hätten wir den 480er nehmen müssen, ne? Aber ich habe jetzt gedacht, gar vielleicht, was passiert, wenn wir nur Breite nehmen, okay? Lass mal nur gucken, was passiert. Nur Breite, nur Breite. Oh Gott, da verlieren wir jetzt viele, okay? Aber nicht schlimm. So, 81 verloren. Jetzt nehmen wir, ich möchte mal noch breiter werden. So, wir nehmen hier die Dinger mit. So, kein Problem. Nein! Nein, ich habe das Minus genommen. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ich bin so dumm, ich habe gerade das Minus genommen. Okay, heute ist aber bei mir der Wurm los. So, wir nehmen wieder die Breite. Oh, und jetzt müssen wir mindestens die Länge nehmen, weil das andere war minus 9. Oh Gott, das war so ein Fail. Wir gehen aber wieder nach ganz links und jetzt guckt wieder. Schaut mal, die ganze linke Reihe, die wird jetzt wieder bis auf die 100 durchkommen. Ein richtig guter Trick, um richtig viele Punkte zu machen. Was ich aber übrigens auch nicht ganz verstehe, wo werden uns die Punkte überhaupt angezeigt in diesem Spiel? Also, verstehe mich nicht falsch, ich habe da viele Punkte gerade verdient, aber wo sind die? Wo sind die Punkte? Ich weiß es nicht. Nun gut, wisst ihr was, Leute? Ich mache hier jetzt erstmal das iPad wieder aus und würde sagen, das war's jetzt erstmal. Leute, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende oder Feiertag oder wie auch immer. Wir sehen uns wieder, haut rein, Leute, und ciao!